So, ihr Lieben, herzlich willkommen auf unserem Gaming-Channel. Hier ist der Jens und heute mein Testvideo zum neuen Simulationsspiel Tram-Simulator Urban Transit von den gleichen Entwicklern wie vom Bus-Simulator 21 unter anderem. Die Tram-Simulation spielt auf der gleichen Map, ist auch grundsätzlich gleich aufgebaut. Ich möchte euch gerne zeigen, was das Spiel zu bieten hat, welche Möglichkeiten es hier gibt, was mir selber gefällt, was mir möglicherweise nicht so gefällt, und dann kommen wir auch im Anschluss an ein entsprechendes Fazit, auch in Form einer Bewertung. Vorab, schaut gerne in die Playlist rein, es ist aktuell ein Let's Play am Laufen und könnt ihr gerne mal ein bisschen mehr Gameplay euch anschauen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wir gehen jetzt mal direkt rein. Zuerst einmal schauen wir uns ganz kurz an, welche Spielmodi dieses Spiel zu bieten hat, beziehungsweise ich werde es euch ganz kurz sagen. Es gibt einen Story-Modus, den ich jedem Neueinsteiger entsprechend empfehle, weil ihr dort sehr spezifische Aufgaben machen müsst und so das Spiel auch besser kennenlernt. Und dieses Wissen könnt ihr dann später auch im Karrieremodus anwenden, denn dort habt ihr nicht Story-Aufgaben im eigentlichen Sinne, sondern dort in Gänsefüßchen eben nur entsprechend Geld verdienen, weitere Trams kaufen und wirtschaftliche Aspekte im Auge behalten und dort natürlich dann auch das Streckennetz in der Stadt ausbauen. Im Missionsmodus, im Story-Modus sind sehr spezifische Sachen drin, die euch dann später dafür weiterhelfen. Mein persönlicher Tipp. Neueinsteiger sollten in jedem Fall die Fahrschule machen. Dort lernt ihr erstmal ganz kurz die Gameplay-Mechaniken kennen. Macht auch wirklich Spaß, haben sie gut gemacht und das ist schon eine schöne Sache. Es gibt auch einen Multiplayer-Modus, adäquat natürlich auch zum Bus-Simulator 21. Ihr könnt mit jemandem zusammenspielen und wer sich dann fragt, wie das funktioniert, einer fährt zum Beispiel die Tram und ein anderer kann auch eine andere Tram fahren oder einer von euch fährt die Tram, der andere kontrolliert zum Beispiel die Tickets und ihr habt entsprechend auch immer einen Karrierefortschritt auch im Multiplayer-Modus. Ansonsten zeige ich euch nochmal ganz kurz, was echt interessant ist. Das ist gar nicht so interessant, aber Gameplay, welche Möglichkeiten es gibt, ja? Schaut euch das mal an. Ich möchte jetzt gar nicht allzu viel sagen, aber ich glaube, wer das jetzt hier so ein bisschen schon mal sehen kann, es sind sehr, sehr viele Sachen anpassbar. Hier seht ihr das auch, ja? Ihr könnt zum Beispiel hier entsprechende Sachen einstellen mit Feedback vom Controller. Dann könnt ihr auch Ereignisse einstellen. Wie häufig sollen die sein? Sollen die mittel sein? Niedrig? Könnt das ganz ausmachen, wen bestimmte Ereignisse irgendwann nerven. Wenn ihr beispielsweise in der Tram unterwegs seid und ein Gast schläft ein, müsst ihr ihn halt wecken. Ein Fahrgast hört zu laute Musik, weist ihn darauf hin, dass das den anderen Gästen gegenüber unhöflich ist. Und solche Geschichten sind damit einfach gemeint. Ja? Dann habt ihr hier auch noch interessante Sachen, dass ihr Schnellreisen erlauben könnt oder eben auch nicht. Fahrzeugauswahl könnt ihr ein- und ausschalten. Also das sind schon alles wirklich sehr, sehr interessante Möglichkeiten. Das muss man auch einfach mal sagen und das gefällt mir schon auch sehr, sehr gut. Wenn ihr in einem Spielmodus drinne seid, das werden wir uns gleich mal anschauen, könnt ihr außerdem auch einstellen, wie viel Straßenverkehr es geben soll, viel, wenig, mittel oder eben auch, wie viel Passanten zum Beispiel unterwegs sein sollen. Und deswegen gehen wir mal in meinen Karrieremodus. Jetzt gibt's Gameplay und ich zeige euch, was gut ist und was vielleicht nicht so gut ist. Hier mal ein kleiner Blick auf meinen persönlichen Karrieremodus. Könnt ihr mal schauen. Bin jetzt im dritten Tag. Habe oben rechts zwei Straßenbahnen im Bestand. Hier seht ihr den täglichen Gewinn, der sich in Einnahmen und Ausgaben aufdröselt. Und wenn ihr hier oben in dem Menü weitergeht, dann seht ihr hier zum Beispiel, dass ich aktuell zwei Strecken gebaut habe. Natürlich da noch deutlich mehr bauen möchte und auch muss. Dann seht ihr hier beispielsweise auch in der Garage eine Tram, eine von meinen beiden. Und hier seht ihr eben auch gleichzeitig ein schönes Beispiel. Schön, dass ich die jetzt hier drin stehen habe, dass ihr die
Trams auch customisieren könnt. Das bedeutet, ihr könnt ihnen andere Innenausstattung geben, ihr könnt ihnen einen anderen Farbanstrich geben, Werbung drauf machen, dann sogar noch für die Werbung täglich Geld kassieren für euer Unternehmen. Und das ist schon auch eine sehr, sehr fetzige Sache, sehr löblich, sehr gut umgesetzt. Gleich mal hier eine schöne Sache, die ich nebenbei noch zeigen konnte. Gibt also doch einige Möglichkeiten, das Ganze nach seinen individuellen Bedürfnissen auch anzupassen. Könnt dann auch zum Beispiel sagen, wenn ihr mehrere Trams vom gleichen Typ im Bestand habt, dass die dann alle gleich aussehen sollen wie die eine Tram oder ihr gestaltet jede individuell, was ich zum Beispiel mache. Solche Möglichkeiten habt ihr auch. Was ich aber eigentlich zeigen wollte, ist hier, seht ihr zum Beispiel auch, ihr könnt in den Online-Modus natürlich dann auch hier durchaus reingehen. Ihr könnt bis zu drei weitere Leute einladen, das heißt also bis zu vier Leute können zusammenspielen. Was ich aber jetzt hier noch zeigen wollte, bevor wir ins Gameplay gehen, das sind hier diese Gameplay-Einstellungen, die ihr in eurem persönlichen Karrieremodus einfach hier einstellen könnt. Ja, das ist schon hochgradig interessant und wenn ihr hier zum Beispiel raufgeht, könnt ihr hier unterschiedliche Sachen einstellen. Hier seht ihr das zum Beispiel, ja. Hier könnt ihr sagen, ob viel in der Stadt los sein soll, mittel oder wenig. Ich finde es mit hoch eigentlich sehr schön, weil das sehr belebt ist und auch für mich sehr authentisch ist. Das gleiche gilt dann auch für Fahrzeuge, ja. Und ihr könnt auch Wetter dynamisch einstellen oder könnt sagen, ich mache das jetzt mal manuell. Heute habe ich mal Bock auf Sonne, morgen auf Regen. Ansonsten wählt er das alleine. Es das heißt also auch, es gibt hier auf jeden Fall Wettereffekte und das ist eine sehr schöne Geschichte. Doch genug der Vorworte. Jetzt gehen wir ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß. So, jetzt machen wir mal was sehr Interessantes. Jetzt seht ihr hier die Trambahn. Ich lasse natürlich die Leute erstmal aussteigen. Hier seht ihr meinen Charakter und jetzt steige ich hier mal ein. Und das ist auch etwas sehr Schönes. Ich kann jetzt hier im Prinzip die Tram übernehmen. Das machen wir auch gleich. Aber wir fahren durchaus noch ein, zwei Haltestellen mit, denn ich möchte euch mal zeigen, wie vielfältig sich das Spiel auch spielen lässt. Denn ich bin ja jetzt hier auch Mitarbeiter und schaut mal, wie schön diese Trams gestaltet sind. Schaut euch das mal an. Es ist hier wirklich alles sehr, sehr schön gestaltet. Das Cockpit gefällt mir unwahrscheinlich gut. Und in der Cockpit-Perspektive, mit der ich ja hier eigentlich auch quasi jetzt mitfahre, seht ihr einfach eine sehr cleane, schöne Unreal Engine gestaltete Stadt auf einer Map, die auf jeden Fall gut und groß ist. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel euch auch nützlich machen und während euer Kollege hier selber fährt, könnt ihr beispielsweise die Fahrkarten kontrollieren. Was mir wirklich gut gefällt, ist in solchen Spielen ja gar nicht so selbstverständlich, aber wenn ihr euch mal die Leute anschaut, ja, da haben wir jetzt doch schon relativ viele unterschiedliche Charaktere, nicht irgendwie bloß zwei Packen Mann, zwei Packen Frau, sondern sie haben schon Wert darauf gelegt, die Personen so unterschiedlich wie möglich zu gestalten, sprich, dass man nicht so viele doppelte oder dreifache Passanten oder generell Leute in der Stadt quasi sieht. Ja, übrigens hier, das ist ein kleiner Vorführeffekt. So voll ist die Tram eigentlich eher selten. Vielleicht fahre ich jetzt in einer guten Uhrzeit mit und jetzt könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Und das macht ultra viel Spaß, selbst hier einfach nur mal mitzufahren und sich die Stadt anzuschauen. Ja, wir können uns jetzt hier mal entsprechend, wenn Sitz frei wäre, auch mal hinsetzen. Aber er bietet euch dann auch immer diverse Sitze an oder auch dann nicht. Es geht nicht, dass man sich bei allen hinsetzen kann. Das ist aber auch nicht schlimm. Ansonsten schaut euch mal die Innenausstattung an. Das ist eine sehr schöne Tram, eine modernere. Es gibt auch ältere. Und ihr könnt auch davon ausgehen, dass der Fuhrpark entsprechend im Laufe der Zeit Astragon-like, und das meine ich gar nicht negativ, auch erweitert werden wird. Davon gehe ich aus, dass es dann auch mal ein neues Tram-Pack oder Pack besser gesagt als DLC, als kaufbare neue Trams dann geben wird. Das ist beim Bus-Simulator auch so gewesen und das wird hier mit Sicherheit auch so sein. Ja, so, jetzt wollen wir aber entsprechend das Fahrzeug übernehmen. Wir lösen unseren Kollegen quasi ab. Ich bin jetzt hier drinne und ich übernehme jetzt quasi die Route. Und hier seht ihr denn die Cockpit-Perspektive mal so richtig schön. Ich prüfe natürlich hier in den Spiegeln auch, ob noch jemand zu- oder aussteigt.
Dann schließe ich die Tür, setze den Blinker links und dann fange ich entsprechend an, Gas zu geben und werde hier noch ein bisschen bimmeln, dass die Verkehrsteilnehmer und auch mögliche Passanten wissen, dass es jetzt hier für uns weitergeht. Leute, das Fahren mit der Tram macht ultra viel Spaß. Ich hatte über die Grafik gesprochen, die wirklich sehr gut ist, die wirklich sehr, sehr gelungen ist. Die Wettereffekte machen Spaß, auch wenn wir das jetzt hier bei Sonnenschein nicht sehen. Regen ist auf jeden Fall durchaus gelungen und da fahre ich jetzt hier schon fast an einer Haltestelle vorbei. Nein, stimmt nicht. Ich bin nicht dran vorbeigefahren. Die gehört nicht zu unserer Route. Ja, das ist ein kleiner Punkt, was man manchmal auch auf der Map etwas schlecht meiner Meinung nach sieht. Denn die Kreise sind dann nur gekennzeichnet durch, ihr seht es jetzt, wenn wir zur nächsten fahren, auf der Map unten links im HUD, die sind dann nur so ein bisschen durch eine Ziffer gekennzeichnet und schon weiß ich, dass ich jetzt hier tatsächlich anhalten muss. Und das machen wir auch. Ja, ich bin ein bisschen zu früh angehalten, aber die Parkposition ist schon insgesamt okay. Und ihr könnt so auch selbst kontrollieren. Ja, also das funktioniert dann auch. Ich weiß jetzt nicht, welche Gäste zugestiegen sind und welche ausgestiegen sind. Deswegen kontrolliere ich einfach mal alle. Also heute haben wir echt eine volle Tram hier. Und wie gesagt, die ganze Sache mit dem Gameplay macht insgesamt sehr, sehr viel Spaß. Das Tramfahren, klar, mit dem Bus müsst ihr natürlich vielleicht noch gerade beim Lenken ein bisschen aufmerksamer sein, was den Straßenverkehr angeht. Aber ansonsten müsst ihr hier durchaus schon auch aufmerksam sein. Denn es gibt genügend Fahrzeuge, die immer mal auf den Gleisen an der Ampel anhalten oder euch manchmal auch den Weg vorher schneiden. Und dann gilt es natürlich auch vielleicht manchmal mit einer Notbremsung das Ganze ein bisschen zu entschärfen und keinen Unfall zu verursachen. Und das ist alles sehr, sehr gut gelungen. Auch die Straßenbahnen selber sind sehr unterschiedlich in ihrer Optik. Ja, Fahrverhalten kannst du natürlich da nicht so unterschiedliches hier auf den Gleisen meiner Meinung nach erwarten. Und jetzt fahre ich gerade eine falsche Route, aber das ist jetzt auch nicht schlimm, denn wir werden schon dann irgendwo auch wieder entsprechend ankommen. Ich werde mal die Geschwindigkeit ein bisschen drosseln und wir werden dann jetzt hier rechts rumfahren. Und hier seht ihr das zum Beispiel auch. Ihr könnt jederzeit die Geschwindigkeit auch drosseln oder wieder verstärken. Ja, in den Kurven gilt es dann natürlich dann auch immer ein bisschen aufzupassen. Aber die Map macht sehr viel Spaß und ja, ich sag mal, wer ein bisschen Kritik hat, weil er die vom Bus-Simulator 21 kennt, das lasse ich in dem Punkt eigentlich nicht zu, denn ihr müsst ja davon ausgehen, es ist ja trotzdem ein separates Spiel und von daher hat ja auch nicht jeder den Bus-Simulator 21, ja. Wie gesagt, Steuerung geht gut von der Hand, das HUD zu bedienen und entsprechend die Straßenbahnen zu bedienen, geht auf jeden Fall sehr, sehr gut von der Hand, auch wenn ich hier die Parkposition ein bisschen verfehle. Aber das verzeiht das Spiel eigentlich ganz gut. Ihr seht also jetzt auch hier, und das ist eigentlich sogar ganz interessant zu zeigen, denn mit der Straßenbahn könnt ihr nicht rückwärts fahren. Das Spiel verzeiht euch das schon. Die Leute steigen also auch durchaus dann hier aus und diese sehr schön gestaltete Trambahn fährt jetzt dann auch mit mir weiter. Wir blinken hier links. Hier seht ihr das mal von hinten. Wir beschleunigen wieder und hupen hier noch, damit die Leute wissen, dass wir hier weiterfahren. Dann geht es zur nächsten Haltestelle. Es gibt eigentlich wenig Sachen, die nicht gefallen. Es sind eigentlich dann immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal, die typischen. Also das Wirtschaftssystem geht wirklich extrem gut von der Hand. Es ist jetzt in seinem Inhalt nichts Exorbitantes inhaltlich, aber ihr habt ein Wirtschaftssystem, euch wird angezeigt, womit ihr Geld verdient und euch wird angezeigt, wo ihr Ausgaben habt. Und der Kern des Karrieremoduses besteht darin,
euch Geld zu erspielen. Natürlich, um immer weitere Trumps in euren Bestand reinzubekommen und natürlich auch, damit ihr entsprechend auch Geld verdient, um euch weitere Trams leisten zu können und dann irgendwann ein flächendeckendes Tramnetz, sag ich mal, in der Stadt habt. Und das ist etwas, was in dem Spiel auch ultra viel Spaß macht, während ich fast hier noch den einen Zuschauer bzw. Passanten hier fast überfahre. Und man muss schon sagen, das Spiel macht sehr, sehr viel richtig. Auch in den Gameplay-Einstellungen, ich hatte es euch gezeigt, ihr könnt die Menge des Verkehrs, die Menge der Leute, die in der Stadt unterwegs sind, selber bestimmen. Und somit habt ihr dann auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Ich finde es mit der Hocheinstellung übrigens sehr schön, weil es einfach eine schön belebte City ist. Und das möchte ich im Spiel auch genießen und finde das sogar tatsächlich schade, dass das manch andere Simulation eben als Option nicht bietet. Daher genieße ich das jetzt hier eigentlich tatsächlich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist schon eigentlich eine richtig schöne Sache. Das Einzige, was natürlich hier seht ihr es manchmal, wenn die Zuschauer ploppen und ihr hier zum Beispiel einen Unfall macht, das war jetzt schon Absicht, ich wollte bloß nicht mit ganz Karacho rein. Solche Ereignisse gibt es natürlich auch. Ihr verursacht Reparaturkosten. Das war natürlich in dem Fall auch meine Schuld. Und jetzt machen wir mal die Warnblinkanlage wieder aus, die aufgrund der Vollbremsung angegangen ist. Und solche Sachen gibt es auch immer wieder, da muss man ein bisschen aufpassen, auch wenn man Passanten anfährt, ist das natürlich nicht sonderlich gut, aber ansonsten finde ich, löst das Spiel solche Dinge meistens sehr, sehr gut. Auch hier seht ihr es wieder, ja, also wenn man das nicht manchmal richtig sieht, dann merkt man das gar nicht, da müsst ihr aufpassen, dass Fahrzeuge auch immer mal wieder auf den Gleisen stehen. Das ist also Absicht, sie wollen schon, dass ihr in eurer Straßenbahn jetzt hier nicht komplett einschlaft, sozusagen, sondern sie wollen schon, dass ihr auch natürlich entsprechend aufpasst. Und hier lassen wir noch die andere Straßenbahn, die andere Tram, die wir besitzen, mal die Zuschauer auspacken. Und es ist insgesamt eine sehr, sehr gelungene Sache. Wie gesagt, das Einzige, was mir eigentlich persönlich manchmal nicht so gefällt, ihr habt vielleicht eben auch ein paar flackernde Personen gesehen. Auch habe ich das Gefühl, dass die Dialoge der Personen in der Tram noch nicht so hundertprozentig technisch funktioniert. Da gab es im Bus Simulator 21 mehr Gespräche auch unter den Leuten. Aber ich denke, das werden sie auch patchen und das werden sie auch fixen, dass die Menge dieser Gespräche auch zunimmt, ja, auch bei der Fahrkartenkontrolle, das kannte ich ein bisschen lebhafter vom Bus Simulator 21. Ich habe bei Astragon allerdings in dem Bereich überhaupt keine Bauchschmerzen, die kümmern sich schon drum, das wird schon definitiv auch was werden und wie gesagt, Story- und Karrieremodus sehr, sehr schön, muss man sagen, und auch der Sandbox-Modus, in dem natürlich von Beginn an alles freigeschaltet ist, ohne wirtschaftliche und finanzielle Zwänge, könnt ihr genauso spielen. Aber ich persönlich würde die anderen beiden Spielmodi präferieren und wie gesagt den Story-Modus für Einsteiger definitiv. Nachdem ihr die Fahrschule absolviert habt, steigt da sofort ein. Das macht richtig Spaß, das fordert euch auch und macht euch dann fit für den Karrieremodus, wo ihr dann auch alleine Routen bauen könnt, ohne Vorgaben, die der Story-Modus in dem Bereich zum Beispiel drin hat. Und das ist eine richtig schöne Geschichte. Leute, ich werde euch tatsächlich dem Test zum Bus-Simulator 21, der noch auf meinem heutigen Erstkanal zu finden ist, verlinken. Schaut mal rein, beides sehr ähnliche Spiele und ich gebe beiden Spielen die gleiche Note. Hat der Bus-Simulator 21 von mir im Jahr 2021 tatsächlich entsprechend eine sehr, sehr gute 8,5 von 10 gekriegt. So gebe ich hier die gleiche Bewertung ab für dieses Spiel. Leute, wer mit Simulationen, wer mit Berufssimulationen, mit Simulationen rund um das Fahren von entsprechenden Fahrzeugen was anfangen kann, Leute, das macht richtig Spaß. Und jetzt kommt der absolute Knüller. Wer den Season Pass vom Bus Simulator 21 haben sollte und das noch gar nicht mitgekriegt hat, das Spiel ist für euch dann sogar kostenlos. Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist
Bestandteil des Season Passes. Astragon hat euch also dieses Spiel kostenlos jetzt zur Verfügung gestellt. Ich habe es daher auch kostenlos bekommen. Ich habe den Season Pass im Bus Simulator 21. Ansonsten, und auch da nochmal ein dickes Lob an Astragon, ansonsten ist es als Spiel selber für sehr, sehr faire 20 Euro im PSN Store zu haben. Und da könnt ihr, meine lieben Simulationsfans, nichts falsch machen. Das soll mein Test gewesen sein. Schaut euch Gameplay an. Ich spiele es aktuell. Mir macht es ultra viel Spaß, auch hier ein kleines Let's Play auf dem Kanal zu zeigen. Und dann danke ich euch fürs Reinschalten, Leute. Wünsche euch eine gute Zeit. Leute, holt's euch. Ihr könnt damit eigentlich nicht viel verkehrt machen, wenn ihr mit diesem Genre was anfangen könnt. Ich bin raus. Bis bald. Haut Feedback rein, haut ein Abo rein und gerne auch Kommentare. Und natürlich den Daumen nicht vergessen, denn Support ist kein Mord. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.